Ja, das ist die Migros Verteilbetrieb AG. Es handelt sich hier um das nationale Verteilzentrum der Migros. Dazu benötigen wir eine sehr gute Ausleuchtung, natürlich für die Gleise. Hier wird Sicherheit hochgeschrieben. Wir haben insgesamt 9 Kilometer Rangiergleise. Die vorherige Beleuchtung sah nicht so gut aus. Sie war rund 30 bis 40 Jahre alt. Die wurde mit Natriumdampflampen betrieben. Die Wartungskosten in den letzten Jahren waren relativ hoch, also sehr hoch. Die alte Beleuchtung hatte eine immense Streulichterscheinung. Die vorherige Beleuchtungsanlage bestand aus klassischen Natriumdampfleuchten, das gelb-orange Licht. Also die Wartungszeiten waren sehr hoch und auch die Sicherheit war nicht mehr gegeben. Also das Ziel dieses Projektes war einerseits die Effizienz der Beleuchtung zu steigern und die Wartungskosten und die Energiekosten zu senken. Natürlich war auch bei diesem Projekt die Sicherheit hochgewichtet. Wir haben eine sehr hohe Sicherheit auf diesen Gleisen. Das heißt, die Rangierer brauchen das Licht zum Rangieren. Einen Unfall können wir uns nicht leisten. Also in diesem Projekt mussten einige Herausforderungen gelöst werden. Einerseits durfte der Betrieb infolge der Sanierung nicht gestört werden. Andererseits musste auch die Sicherheit gewährleistet werden während dem Umbau. Es gab ganz viele Herausforderungen bei diesem Projekt, die gemeistert werden mussten. Vor allem ist diese Anlage nicht auf einem normalen Industrieareal, wo Lastwagen herumfahren, wo man einfach einen kleinen Arbeitsbereich absperren konnte. Hier ging es um eine große Gleisanlage mit Oberfahrleitungen, die stillgelegt werden mussten. Der Rangierverkehr musste eingestellt werden und das bedarf einer großen Koordination und einer Absprache, genaue Termineinhaltungen und größere Sicherheitsvorkehrungen. Die größte Herausforderung in dem Projekt war, dass es die erste große Urbasensanlage war in der Schweiz. Hauptsächlich ökologische und wirtschaftliche Aspekte. Sicher wurde das Streulicht minimiert, was für die Umgebung sicher von Vorteil ist, aber auch die Wirtschaftlichkeit in Form von dem Stromverbrauch. Durch die neuen LED-Leuchten konnte das Licht gezielt auf die Nutzebene gebracht werden, so dass das Licht auch dort ankommt, wo es gebraucht wird und nicht noch unnötig die Umgebung erhält. Also die Sicherheit wurde mit der neuen Anlage, mit der angepassten Farbe und der gezielten Ausleuchtung deutlich erhöht. Wir machen das vom Morgen früh bis also in zwei Schichten, vom Morgen um 4 Uhr. Bis zum Mittag um 1 und von 2 bis am Abend um 11 Uhr, halb 12 Uhr. Also jetzt die neue Beleuchtung fällt einem einfach auf, wenn man rauskommt. Fällt sie an von heller werden natürlich, am Morgen um 4 Uhr. Und dann ist es viel angenehmer Licht, als vorher beim alten System. Wenn es Nebel hat, sieht man auch besser durch. Und das ist für uns eben vor Sicherheit auch recht wichtig, dass wir auch bei schlechtem Wetter unsere Wege gut finden im Dunkeln. Die Installation des Systems war im Grundsatz sehr einfach. Man musste darauf achten, dass wir die Seriennummer der Sensoren nicht vertauschen, dass wir sie am richtigen Ort platzieren, um sie auch im System einlesen zu können. Aber an und für sich war die Installation der Leuchten eine ganz normale Elektriker-Tätigkeit, die wir ausführen konnten. Also ich stelle mir jetzt einfach vor, dass es sicher Strom spart, weil es ja das Licht, wenn wir es eben eine halbe Stunde einen Sektor nicht befahren, dann tut er runter. Zu guter Letzt freuen wir uns auch darüber, dass wir mit diesem Auftrag einen Beitrag zum Umweltschutz und zur Ökologie leisten konnten. Wir von der Migros am Standort Migros Verteilbetrieb Neuendorf, wir sprechen nicht nur von der Nachhaltigkeit, sondern wir setzen sie auch um. Für die Zukunft sind weitere Sanierungen angedacht. Schlussendlich wollen wir das ganze Areal auf Urbasens umstellen. Also das Zusammenspiel zwischen Vertrieb und der Technik von der Firma Thorn habe ich sehr geschätzt. War einfach super. Besonders positiv möchte ich noch erwähnen, war die Zusammenarbeit mit der Migros Verteilbetriebs AG in Neuendorf sowie auch mit dem Elektriker von der Firma CKW.
sowie auch mit dem Support-Team in Dornbirn. Die Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert, war sehr positiv und auch professionell in allen Belangen.